Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen virtuellen Bibelvorlesestunde. Beim letzten Mal wurden ja David und Ichbosheth zum König jeweils über Juda und Israel. Doch das Volk Israel war in diesem Fall, oder das Volk im gelobten Land, das jüdische Volk, war seitdem zerstritten, geteilt. Und die nächste Auseinandersetzung musste nicht lange auf sich warten lassen. Und so kam es zum Bruderkrieg zwischen Israel und Juda. Dies steht immer noch im 2. Samuel, im 2. Kapitel, Vers 12 bis 32 im Alten Testament. Und Abner, der Sohn Ners, zog aus mit den Männern Ichboschets, des Sohnes Sauls, von Nahajim nach Gibeon. Und Joab, der Sohn des Zeruja, zog aus mit den Männern Davids, und sie stießen aufeinander am Teich von Gibeon und lagerten sich, die einen auf dieser Seite des Teiches, die anderen auf jener. Und Abner sprach zu Joab: Lass die jungen Männer sich aufmachen zum Kampfspiel vor uns. Joab sprach: Es sei. Da machten sich auf und gingen hin 12 an der Zahl aus Benjamin, auf der Seite Ichboschets und des Sohnes Sauls, und 12 von den Männern Davids. Und ein jeder griff den anderen bei dem Kopfe und stieß ihm sein Schwert in die Seite, und sie fielen miteinander. Daher wird der Ort Helkat Azurim genannt. Er liegt bei Gibeon. Und es erhob sich ein sehr harter Kampf an diesem Tage. Abner aber und die Männer von Israel wurden geschlagen von den Männern Davids. Es waren aber die drei Söhne des Zeruja dabei, Joab, Abishai, Asael aber, schnellfüßig wie ein Reh auf dem Felde, jagte Abner nach und wich nicht von ihm, weder zur rechten noch zur linken. Da wendete sich Abner um und sprach: Bist du es, Asael? Er sprach: Ja. Abner sprach zu ihm: Wende dich zur rechten oder zur linken und mach dich an einen der Männer heran und nimm ihn seine Waffen. Aber Asael wollte nicht von ihm ablassen. Da sprach Abner noch einmal zu Asael: Lass ab von mir. Warum willst du, dass ich dich zu Boden schlage? Wie dürfte ich dann mein Antlitz aufheben von deinem Bruder Joab? Aber er weigerte sich, von ihm abzulassen. Da stieß ihm Abner mit dem Schaft des Spießes in den Leib, sodass der Spieß hinten herauskam, und er fiel hin und starb an eben der Stelle. Wer an die Stelle kam, wo Asael tot lag, der blieb stehen. Aber Joab und Abishai jagten Abner nach, bis die Sonne unterging. Und als sie auf den Hügel Amman kamen, der vor Gia lag, auf dem Wege zur Steppe Geba, versammelten sich die Benjaminiter um Abner und bildeten eine Schar und traten oben auf den Hügel. Und Abner rief Joab zu und sprach: Soll denn das Schwert ohne Ende fressen? Weißt du nicht, dass daraus am Ende nur Jammer kommen wird? Wie lange willst du dem Volk nicht sagen, dass es ablassen soll von seinen Brüdern? Joab sprach: So wahr Gott lebt, wenn du das eher gesagt hättest, so hätte schon heute Morgen jeder im Volk von seinem Bruder abgelassen. Und Joab ließ die Posaune blasen, und das ganze Volk stand still und jagte Israel nicht mehr nach und kämpfte auch nicht weiter. Abner aber und seine Männer gingen die ganze Nacht hindurch das Jordandal und gingen über den Jordan und zogen das ganze Bitron
bis nach Mahajim, bis sie nach Mahajim kamen. Jab aber wandte sich von Abner ab und sammelte das ganze Volk. Es fehlten von den Männern Davids 19 Mann und Asiel. Aber die Männer Davids hatten von Benjamin und den Männern Abners 360 Mann erschlagen. Und sie hoben Asiel auf und begruben ihn in seines Vaters Grab in Bethlehem. Und Jab und seine Männer zogen weiter die ganze Nacht, bis ihnen das Tageslicht anbrach in Hebron. Diese sehr, sehr brutale und doch auch recht lange Geschichte oder Erzählung passt momentan sehr, sehr gut in die Region. Etwas weiter nördlich liegt Syrien und dort wird ja auch momentan das Volk gegen das andere Volk oder Volksstämme gegen andere Volksstämme vorgehen. Und ich finde es einfach nur schrecklich, wie dort Bürgerkrieg herrscht und dort sich ja eigentlich auch Brüder abschlachten. Ich habe in meiner Klasse eine Syrierin, sie kam schon letztes Schuljahr zu uns und sie fürchtet momentan auch sehr hart, also sehr stark um ihre Verwandten, Bekannten, Freunde. Und hier vielleicht ein kleiner Appell, auch wenn er nicht unbedingt gehört wird: Bitte hört auf mit dem Schlachten. Und damit auf Wiedersehen, tschüss, bis zum nächsten Mal.